Ja, hier ist nochmal der Dirk vom Kanal Lieber Wolf für euch. Ich habe einen Speicher von der Firma Alit aus China, 5 Kilowattstunden Speicher. Hier das Display. So, der Dipschalter Position 1 ist auf On. Der Akku hat ungefähr 50%. Das Kabel steckt in der CAN-Bus-Buchse, Kommunikationskabel, geht rüber zum Grovat-Wechselrichter. Ebenfalls im CAN-Eingang. Die Batterie ist angeschlossen. Und hier das Display. Und wir sehen, die Batterie hat 52,5 Volt zurzeit und es werden durch diesen Inselwechselrichter 230 Volt erzeugt. Jetzt können wir hier noch die prozentuale SOC vom Akku sehen. 49% müsste hier auch zu sehen sein. Enter. So, Kapazität, warte. %49,9. Ja. Also dieser Akku, Lithium-Eisenphosphat, Wall-Mounted, arbeitet mit zum Beispiel einem Grovat-Wechselrichter, aber auch mit anderen Wechselrichtern, Hybrid-Wechselrichter, Niedervolttechnik 40 bis 55 Volt, die überwiegend natürlich aus China kommen, aber es gibt auch ein paar europäische und amerikanische Produkte. Ja, das wollte ich noch ergänzend zu diesem Akkuspeicher erklären. Danke!